Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen hier zurück bei Team Fraktum Digitum mit meiner Wenigkeit, dem Onkel Hanoi und Onkel Gamepart. Hallo! Ja, wir sind heute hier und wollen nochmal auf Expeditionstour gehen und schauen einfach mal, was so uns da erwarten wird. Wir haben vorhin schon mal ein paar Ureinwohner wieder niedergemetzelt. Die haben wieder in der Nachbarschaft gestört. Kelvin ist leider Gottes immer noch tot. Aber gut. Der liegt jetzt ziemlich uneinladend. Oh, da müssen wir jetzt mit leben. Gut, dann tigern wir mal los, wa? Ja, ich wollte noch eben was saufen. Schön Energy rein. Siffe. Ja, ich habe nur Energy. Ja, dann gehen wir mal einfach Richtung Ausrufezeichen. Das haben wir jetzt als Ziel gesetzt. Und schauen wir mal, was uns da in der Richtung erwartet. Alle ready? Jo! Uno momento. Ja. Okay, 15 Granaten. Fackel. Ja, moin. Oh, wo kommt der her? Schlitz da. Ja, schnelles Ende. Weiter geht's. Halt, ich muss ja eben noch meinen Pfeil aus dem Bein ziehen. Naja. So. Ich bin der Archer. Wer ist Archer? Bogenschütze. So. Nips. Über Stock und Stein. Ja, das kann lustig sein. Na 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 na. Na 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 na. Da 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 da. Meine Energie ist down. Das mögen nicht die Frauen. Da hinten ist schon wieder ein Gollum auf dem Baum. Karnickel. Oh ja. Oh, Headshot vom Baum geholt. Wo ist er? Ah, verdammt, er ist abgehauen. Also mit dem Bogen, das macht echt Laune. Zack, zack. Da ist der Schulze. Ist aber schon ein bisschen weit weg irgendwie. Ich muss mir gleich aber nochmal Pfeile machen. Ich habe nur noch 4 Stück. Sehe ich gerade. Das ist schlecht. Wo laufen wir eigentlich hin? Oh. Leute, Zelte. Einfach dem Eddie hinterher. Wo, was ist los? Zelte. Millimeter-Munition. 9 Millimeter. Boah, meine. Wo seid ihr? Da. Hier liegt noch ein Solarpanel, das kann ich nicht mitnehmen. Ich auch nicht. Ja, ich glaube ich auch nicht. Ich bin auch voll, glaube ich, damit. Scheiße, wir hätten die mal ins Lager rein müssen. Ja. Na gut, beim nächsten Mal. Na gut. Weiter. Halt, wartet eben. Mal gucken, ob ich alles hab. Waren hier nur die Munition und die Panels? Offensichtlich. Ja. Alles klar. Hier sind Beeren. Heidelbeeren. Heidelusberus? Ja. Nein. Heidelbeeren. Du Schabulat. Nein. Nicht deine komische, tote Sprache. Lateinisch für Anfänger, Junge. Ja. Ich kann auch sprechen wie so ein Teletubby. Nein, dann hättest du aber einen Fernseher im Bauch. Ja. Eichhorn. Habe ich gerade schon eins gekillt. Mach mal kurz langsam, meine Energie muss hoch. Oh, Kisten. Kisten.
Zahnzapfen. Kinn. Kistenfisten. Nein. Hey, warte mal, warte. Nein. Hier waren wir doch schon mal. Ist das so? Oh, das ist ja. Ja. Sicher? Ah, die sind doch noch zu. Ja, ich meine, wir wären hier schon mal gewesen. Ja. Auch noch jemand Seile? Seile nehme ich mir gerade mit. Oh. Ja, während ihr hier am Looten seid, gehe ich mal eben in meinen Koffer und mache mir noch ein paar Pfeile. Mach das. Okay, Seile kann ich keine mehr packen. Ich hätte mein Inventar mal aufräumen sollen. Hier ist Wodka Jelle. Na dann Brust. Oh, Kleingeld. Kleingeld. Könnte sogar theoretisch Zeitbomben bauen. Ja. Ist halt nur die Frage, in welcher Situation brauche ich mal eine Zeitbombe? Oft. Weißt du, wie ich meine? Dann, wenn wir die Zeit dafür haben. Ha! Weil wegen Zeit und so, ne? Verdammt! Der war gut, oder? Er war ja Wahnsinn! Also, ich fand's lustig. Also, Uhren und so ein Scheiß kann ich mitnehmen und Knochen, aber... und hier die Lumpen, aber Seile bin ich komplett mit voll. Ja. Wodka kann ich auch keinen mehr tragen. Große Steine und Köpfe kann ich auch nicht. Was ist los? Ich schmiere gerade Kräuter zusammen. Was für Kräuter? Was baust du? Was ist das denn jetzt hier? Eine Gesundheitsmische. Oh, womit hast du das gemacht? Das will ich auch können. Mit Schafgarbe, glaube ich. Ja. Aloe Vera. Gesundheitsmische, ja, da ist es. Schafsgarbe, Aloe Vera. Zack. Zusammenrühren. Oh. Ist ja interessant. Ui, das macht Lehm aber richtig schön voll. Also Schafsgarbe und Aloe Vera sammeln, Leute. Ja. Oh, ein Stock. Einer ist das doof, dass Kelvin tot ist. Wir haben keinen mehr der Stöcke sammelt. Oh wow, ich habe eine Blätterrüstung gebastelt. Ich habe Knochenrüstung. Wow. Da hinten sind zwei Gollums. Wo? Da hinten. Ausgerechnet die musst du jetzt niedermachen. Ja. Natürlich. Ich habe neue Pfeile. Ja, lass sie direkt wieder wegschmeißen. Die muss ich nicht wegschmeißen. Wenn ich treffe, dann kann ich sie ja wieder rausziehen. Okay, das blöde Vieh hat mich von hinten erwischt. Das klappt ja bei euch. Wieso? Ich hab den zweimal getroffen und meine zwei Pfeile wieder. Ein Reh! Brennreh! Oh ja! Jelle, ich komm gleich, ich muss eben das brennende Reh fangen. Ich hab es! Was ist das? Warte, zusammenlooten! Das ist zu spät. Alter, hier brennt alles. Wow! Noch ein Kasper. Ja, hau bloß ab. Das ist mein Reh. Wo ist das Reh? Da ist das Reh. Oh, ich kann looten. Ja, dann mach das. Ja, ich hänge hier immer noch irgendwie in der Seile. Oh Gott, ich esse das rohe Reh. Oh. Ja, ehrlich, komm. Hey, ich stehe wieder. Ach, du warst K.O. Hättest du doch mal was gesagt, ich war doch gerade neben dir. Das habe ich vorhin schon die ganze Zeit gesagt. Ich habe ihn nicht gehört. Ich war auf Kolo fixiert. Ich wollte gerade sagen, du warst auf Kolo fixiert. Wo ist das Reh hin? Ja, das haben wir doch schon gelotet. Da läuft noch eins. Wo? Oh. Da. Oh ja, stillhalten, stillhalten. Alter. Komm her. Nein, daneben. Ja, beim nächsten Mal. Okay, wo wollten wir jetzt hin? Wir wollen zu irgendeinem Ausrufezeichen. Ja.
Achso, ich dachte, wir wollten jetzt, so wie es aussieht, den ganzen Wald anzünden. Ah. Hat den Baum gefällt? Ich. Wofür? Einfach so, mir war langweilig. Ja. Yeah. Dann könnten wir jetzt weitergehen. Ich bin der Herrscher der Natur. Ja. Ich glaube, der Schulze braucht nochmal so ein kleines Einwohnerdörfchen zum Spielen. So. Pasta, Gentlemen. Was dann? Fast da. Ach, fast da. Ich hab wahrscheinlich das da. Boah. Ja. Ja, und ich renne erstmal stark gegen den Baum. Ja, no. Was war das denn jetzt? Ich bin aus keine Kondition. Blase! Das wollte ich damit versinnbildlichen. Nein, dann habe ich keine Energie mehr. Ich hätte ihn gekriegt. Komm zurück. Eichhörnchen. Ich koche. Ich koche. Oh, Heidelbeeren. Heidelus Bärus. Hier sind Gräber, Leute. Oh. Aber wir haben immer noch keine Schaufel. Wo kriegen wir denn die scheiß Schaufel her? Wollen wir die mal markieren? Ja, markieren wir. Wie ging das? Ich nehme mir einen Stock, woll? Einfach einen Stock nehmen und in die Erde ran. Oh, ich bin durstig. Zack. Jetzt nimmst du den GPS-Sender, der im Inventar ist. Wo sind die denn? Müsste irgendwie oben links sein, in der Mitte, glaube ich. Oben links? Ja, komm her! Ach ne, hier sind sie. Ach du blödes Miststück! Ist markiert. Womit hast da kommt gerade jemand auf euch zu. Ja, ich sehe ihn. Muss mal sterben gehen. In sein Gesicht. Nele, warum stirbst du? Da kommt noch einer, da kommt noch einer, Achtung! Da kommen noch zwei. Zack, du bist schon mal weg. Und zack, du auch. Hab beide. Schulze, wir sind immer umstellen den Fallsender auf so ein Kreuz. Also Eddie, um deine Frage zu beantworten, ich sterbe ständig, weil ich keine Pfeile mehr habe und ich im Nahkampf nur absoluter Dulli bin. Wo stelle ich das Ding denn um? Ich glaube, mit Mausrad kann sein. Irgendetwas schreit hier. Dafür müsste ich den aber irgendwie mal wieder kriegen, oder? Ja, da sind sie! Ja, ich sehe sie. Ach, das ist doch nicht wahr! Alter! Da, fress Pfeil. Fress Speer. Ich fress Keule. Oh. Eddie! Das war zerledert. Der hat meinen Speer mitgenommen, die Sau. Der was? Steckt noch in dem, der ist hier hinten lang. Ja, wir können uns doch auch das Walkie-Talkie hier merken. Warum haust du mich? Weil ich das Ding richten wollte. Wo ist das jetzt hin? Ja, das hast du ins Nirvana geschwadet. Hier ist es. Oh. Wo ist hier? Ich hab's schon aufgesammelt. So, jetzt machst du das. Ich mach den Stock mal da rein. Naja, Irle, du hältst mal Wacht am Rhein. Ja, ich fresse hier im Moment die Blümchen ein bisschen weg. So, dann. Ah, jetzt hab ich's. Mal um. Ja, hab ich. Zack. Tipptopp. Jetzt auf das Stöckchen. Jetzt am Stöckchen. Ah, okay. Gut. Haben wir das? Alter, was ist denn hier los? Jetzt mach dem doch mal die Rübe ab.
Ja. Hallo! Hey! Geh weg! So, lass weitergehen, bitte. Ja, warte, uno momento. Was? Ja. Ich will diesen Hampelmännern nur eine Warnung da lassen. Okay, sind ganz viele Hampelmänner. Okay, wir können. Oh Gott! Das war die Eins. Ich hab ihn in den Arm abgerissen. Ja, der hat mir schön von hinten auf den Kopf geschlagen. Hm. Warum greifen die Arschlöcher von hinten an? Ja, das machen die schon die ganze Zeit. Ich weiß nicht, was die linke Nummer soll. Ich hab ein Reh. Und da ist schon wieder einer im Baum. Ich hab ein Reh. Ganze Fleisch nehme ich erstmal mit. So. Das da verputze ich hoch. Oh, da sind noch mehr von denen. Willst du denn? Oh, meine Fresse. Nase. Wir haben doch immer angefangen, die Gräber zu aufzuheben. Was soll denn der Klamauk? Alter! Geh mir nicht auf die Eier! Also die Axt ist schon geil. Drei Schläge. Ah. Welche, die große Axt oder was? Ja, dann nehme ich die jetzt auch. Ja. Ja, ich auch. Ich habe seine Rüstung abgehauen. Halt die Schnauze, Junge. Hilfe? So, muss der eben mal die heulende Frau umholzen. Ja, die nämlich ganz schön genervt, die Troller. Oh, hier ist ein Lederbeutel. Meiner. Alter, der ist heute alles so. So, hier, komm. Scheiße. Okay, lasst uns bitte weitergehen. Ja. Ah, das ist hier in der Nähe, oder soll das das Grab sein? Nee, hier piept's weiter. Hey, hinter dir! Hinter dir! Yo, moin! Er ist immer noch hinter mir, oder? Nee, also. Nein. Das war ein dicker Mops. Und wieder ein Headshot. Und wieder ein Lederbau. Ja, schon wieder so ein Heulender. Komm her, Mädel, wo bist du? Wenn wir hier so weitermachen, ja, die Insel ausgerottet. Ja, was kommen die ja auch in Scharen? Jelle, komm zurück. Okay. Ich hab nicht gesagt, kommt her. Da vorne ist das Ausrufezeichen. Ja, ja. Hier ist noch ein Grab mit einem Tuch. Was? Das nehmen wir schon mal mit. Das ist doch dieses Ausrufezeichen, oder nicht? Zumindest soll ich sagen. Also das markieren wir jetzt nicht. Ja, vielen Dank fürs Einschalten. So, das war's jetzt an der Stelle. Ich würde sagen, dann lass doch einfach mal so gefühlt so am Strand herlaufen, aber halt nur im Landesinneren weiter. Ja, vielleicht finden wir ja mal eine Schildkröte. Oder so eine Schildkröte, das können wir auch machen. Bring jetzt die ganze Insel. Ja, dann lass uns straight zum Strand lang gehen. Ja. Mal nach einer saftigen Schildkröte. Du bist heute Aufnehmer, du führst uns. Das ist ja sehr nett von dir. Woll. Kennt man ja gar nicht von dir. Ich hätte mir vielleicht auch was zu Sibbeln mitnehmen sollen. Und was soll hier heißen? Das kennt man nicht von mir. Ja, nur so. So halt. Och, na ja, komm, der Schulze lässt gerne mal einen Vortritt. Von der Weg. Ja, zum Beispiel, wenn man in gruselige Höhlen reingeht. Ja. Ja, oder wenn er wieder heimlich sein eigenes Ding durchziehen will. Ja.
Mein Flötenspieler ist schon wieder außer Puste. Ja. Und durstig. Oh, jetzt gehen wir schön eine Runde baden. Wollen wir mal eben jemand Feuer anschmeißen, dann lass eben mal Wasser kommen. Okay. Salzwasser, ja, das ist eine gute. Salzwasser kochen? Ja, stimmt, der Plan geht nicht so ganz auf. Also, ich habe meine Trinkflasche vorhin gefüllt. Ja. Das Ding ist gut. Man kann es ja theoretisch kochen und dann irgendwie auffangen und bla bla bla, aber. Geht ja jetzt nicht. Böse! Ein Lederbeutel? Ist da ja was drin? Oh, Klebeband. Gott sei Dank. Hier, Heckenkirschen. Konnte man Heckenkirschen essen? Ich glaube. Keine Ahnung. Ach, ich hau sonst jetzt wieder ein Energy rein. Dann passt sonst probier die einfach mal zu kombinieren, dann steht da ja, was du damit machen kannst. Eben. Nee, die kann man nicht kombinieren. Was, die Möwen? Die Heckenkirschen. Ach so, ich schlachte hier nur gerade eine Möwe nach der anderen ab. Obwohl ich kein Fleisch mehr mitnehmen kann. Ja, dann gib mir das. Halt, ich wollte eben mein Leben ganz auffüllen. Der kann ich wieder bauen. Ganz wichtig. Diese Oberprofis auf Distanz zu halten. Was, Profis? Naja, Profis. Oh, da ist noch was her. Viel hilft viel. Der wird ja mit dem Schnitzen immer schneller. Ja, ist doch gut. Was schnitzt du denn? Was hast du gemacht? Speere mache ich. Ah! Ja, wollen wir mal langsam weiter? Hier ist ja echt der Hund begraben. Ja, ja. Ich dachte, wir machen jetzt hier erstmal so Suppeln. Ja. Und habe ich noch eine? Ja, womit denn? Mit Salzwasser? Ja, nee, hat sich erledigt. Alles gut. War ein falscher Gedanke von mir. Lololo. Wieso sind hier denn keine Steine? Ich bräuchte noch mal Kiesel. Hab gerade alles in Pfeile verballert. Jo. Oh Gott, was ist mein Männchen am Keuchen? Und hier ist meilenweit keine Schildkröte. Dicker Stein. Kiesel. Ja, ja, Kiesel. Ich brauch Kiesel. Mindestens 4. Sehr schön. 5, 6, 7. Was ist da? 8, 9. Guck da das Wasser raus. 9, 10. Wo? Ach ne, da sind Möwe. Töte sie! Ich renne jetzt ins Wasser für die blöde Möwe. Töte sie! Kannst du selber töten. Tu es für die Klicks. Ja. Die Leute wollen tote Möwen sehen. Hier sind Steine, Schulze. Ja, ich bin hier gerade auch schon am Sammeln auf dem Weg. Weil ich brauche Kiesel. Ja, ja, die meine ich ja. Ein ganzer Haufen? Ja, so ein paar. Oh, hier sind ganz viele. Ja, komm, vorwärts. Hab wieder ein paar Kiesel, können laufen. Gott. Ja, die liegen ja überall rum. Ja, hier sind mehr als genug.
Wenn das wir wieder Richtung Lager laufen. Keine Ahnung, du führst uns an. Ich kann es dir auch nicht sagen. Ja, ich gucke nämlich gerade auf das Peilsender-Dings. Das sieht nämlich fast so da vorne aus. Ist unser Boot. Da könnte sich der Jela eigentlich so eine Knifte holen. Oh, das ist. Das ist wow. Ah, da muss halt Schildkröte! Wo? Was? Wo? Schildkröte! Schildkröte! Ja. Halt sie nieder! Noten? Tötet! Sie! Ja! Ja, schön mit drei Leuten auf das arme Tier drauf. Alter, wie viel Fleisch gibt das Vieh denn? Ja, jede Menge. Und ich habe einen Schildkrötenkopf. Ich will auch einen Kopf. Das ist ja krass. Ja, endlich. Was fressen. Ich hoffe, den habe ich auch noch. Meinst du diesen? Habe ich auch einen Kopf? Die sind rechts unten in der Ecke. Ja. Ja. Vor allem jetzt habe ich noch meinen Wasserfangbehälter. Was ist das? Der Rehkopf? Nein, mit dem Schildkrötenpanzer. Ja. Da kommt Hermine. Oh, hä? Nee. Was will denn die hier? Vielleicht hat die auch noch einen Rehkopf. Da ist mein Schlitten. Hermine, alte Zuckermaus, was hat die denn da? Alte Zuckermaus. Leg das mal dahin, fein. Gib mir das, ich will das, was ist das? Brombeeren. Ist mir egal, was das ist, ich will's haben. Dann bringt ihm Ellie was mit oder schutz, rennt er in eins. Also scheiß Brombeeren, da kann ich mir auch nichts von kaufen. Geh los und so was Nützliches. Ach ja, wir hatten ja jetzt die Taschenlampe, ne? Ja. Ja. Wo war die denn? Da. Auf L. Ne, das ist Feuerzeug. Naja, ich hab da die Taschenlampe draufgelegt. L? Ah, keine Ahnung. Was war das? Ich will noch mehr Schildkröten. Jelle, Achtung, da vorne hängen irgendwelche Leute. Nicht, dass hier wieder irgendwelche Freaks rumrennen. Nee, so es aussieht, sind die tot. Ja, aber die Freaks sind da nicht weit weg. Ja, dann lass mal Richtung Boot gehen. Dann kann der ihr dann eine Knarre holen. Und wir schauen vom Ufer zu und gucken, ob der Hai ihn erwischt. Ja, und schlachten Möwen. Ach, wie nett. Ja. Aber vielleicht finden wir ja auch noch was da drauf. Meinst du? Ja, weiß ich nicht. Könnte gut möglich sein. Das könnte vielleicht sein, weil bei den Zelten war ja auch wieder was gewesen. Genau. Ja. Vielleicht können wir dann wie so ein paar Wilde mit zwei Knarren hier rumrennen. Oh. Oder vielleicht schon alleine nur für die neue Munition wäre das schon wert. Das stimmt. Wollen wir erstmal zuerst mal pennen? Ja, ich sehe. Ja, das wäre sinnvoll. Ja, dann Planer aufstellen. Wer macht das? Ich bin dabei. Oh, die Stecker raus. Plane. Stock. Ich sehe nix. Und ab geht die Luzi. Jawohl. Guck mal einer, schau. Ich will meine Plane wieder haben. Das war einfach nur abreißen. Und meine Stöcke. Oh, ich hab Durst. Hunger. Rein damit. Da, ein Schluck halb voll. Mit dem Wasser. Oh, da sind nur zwei Schlücke drin. Jetzt hab ich auch nichts mehr. Okay, Kinder, seid ihr bereit? Ja, kaum mir noch ein Energy rein. Ja, ab geht's, ne? Jede? Ab geht die Luzi. Ja. Alter, bin ich durstig. Schwimmt, ihr Nasen, schwimmt.
Oh, und ich schwimme. Ja, ganz großes Kino. Können wir nicht warten, bis das Scheißding an Land gespült wird? Nein, das wird's ja eben nicht. Was ist das denn für ein Scheißkonzept? Ja. Ja, keine Ahnung, ob die bei dem Ding einen Anker geschmissen haben oder so. Sieh es kommen, gleich kommt der Hai. Ach, der Pseudo-Angreifer. Hier kommt kein Hai. Der Pseudo-Angreifer, der hat wie wir da drauf waren, auch nichts gemacht. Nee. Da kommt kein Hai. Und Hips. Jups, hier sind Leuchtfackeln und. Macht hinne! Ja, ich bin drin. Der Hai ist da. Ja, der braucht ewig. Ich komm nicht. Ah, jetzt. Der Leuchtfackeln. Peilsender. Wirle, da liegt die Knifte. Ah. Nehmt die Leuchtfackeln mal mit. Ja, ich bin voll mit Leuchtfackeln. Wir müssen uns mal angewöhnen, das Zeug, was wir in Überschuss haben, vielleicht mal in unser Regal zu tun. Ja. Da schwimmt hier irgendwo der Kakai wieder rum. Ah, bin voll mit Leuchtfackeln. Wäre auch gern voll. Oh ja. Gib mir Feuerschutz. Ich setz 5 Euro auf den Hai. Ich sollte mir Feuerschutz geben, nicht auf mein Leben wetten. Ich setz fünf daneben. Dagegen. Ne, der Hai schwimmt hier noch schön ums Boot, der kommt hier nicht hinterher. Dann viel Spaß. Irgendwo hänge ich fest. Ah, jetzt. Ärgern. Wo ist das Vieh denn? Oh, Möwe, hau ab. Da ist er. Komm, schwimm schneller, ich will auch an Land. Ah, da kommt der Hai. So, jetzt aber flott, 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 flott. Go, guys, go. Bin fast da. Ich auch. Bin da. Sehr schön. Der Fisch, komm hier hin. Oh, ich bin jetzt auch wieder da. Bravo. Oh yeah. 2 Fische. So, ja, schön. Das haben wir toll gemacht. Ja, was? Ihr landet eine Knarre? Ja. Ja, sag ich doch. Haben wir toll gemacht. Und keiner wurde vom Hai gefressen. Doch, ich wurde einmal angeknabbert. Aha. Ja, aber ist einmal angeknabbert, aber... Wollen wir... Wo geht's hier hoch? Oh, da blinkt da was. Da will ich. Wo? Auf der Map. Über uns, hier hoch, den Berg? Ich würde jetzt mal sagen, ja, aber da geht noch ein Flusslauf dazwischen durch. Okay. Weiß, wenn man dann da drüber kommt. Ja, da gehen wir dann noch mal eben hin und dann gehen wir wieder ins Lager, oder? Ja, was sagt die Zeit? Knatzpanzer haben wir auch noch dabei. Was haben wir dabei? Den Knatzpanzer. Den Knatzpanzer. Den Schildkrötenpanzer. Wo rennst du denn jetzt hin? Jo. Wo seid ihr denn? Richtung Leuchtpunkt. Ich weiß halt nicht, ob man da über den Flusslauf kommt. Deswegen laufe ich da an der Seite her. Wo ist Irle?
Also wir haben jetzt gleich 40 Minuten drauf. Was, wie viel? 40? Ja, ja, aber dann noch 20. Ja, man kann noch ein bisschen was abziehen, weil wir auch so lange rumgeeiert haben. Ja, ja, dann haben wir ja noch 25, 30. Ja, das geht ja noch. Leute, hier ist die ganze Nachbarschaft gerade zu. Ja, ich sehe es, jetzt geht's wieder auf die Schnauze. Juhu! Komm her, du hässliches Frettchen. Das war eine dumme Idee. Jetzt holt er das Feuerzeug nicht raus, ich raste aus. Oh. Gib mir meinen Pfeil wieder, du Schnepfe! Mal draufhauen. Go, Schulze. Go, Schulze. Ja, macht der Schulze sie jetzt erstmal alle nieder. Bin ich niedergemetzelt. So. Den hätten wir auch. Perfekt. Gut. Weiter geht's. Auf zum Punkt. Das war lustig. Oh, da ist... Ach ne, bei der Höhle waren wir, glaube ich, schon, ne? Die da oben bei diesem Teich ist. Ja, der nervt auch nicht mehr. Kommt ihr mit? Ja, da war noch so ein Hampelmann mit Mutantenrüstung, dem habe ich eben in den Kopf geschossen. Mhm. Der meinte nämlich, stumm zu machen. Mhm. Ich bräuchte mal was zu saufen. Ich habe gerade aus dem Fluss gesoffen. Ja. Okay, können weiter. Dass man den Wodka nicht trinken kann. Ja, das ärgert mich auch ein bisschen. Ja. Wäre witzig, so schön mit so Nebelschleiersicht hier durch den Wald am Torkeln. Ratze breit mit zwei Äxten. Das kenne ich nur vom 27.12. Ja. Ja. Ich hab Moin. Ja, sind schon wieder Kolums. Oh ja. Ah! Aue! Ah! Ist die Sau. Oh, hinter mir. Komm her, komm her. So. Ruhe im Karton. Pass mal auf mich auf. Ich muss. Ich habe nicht darauf geachtet, auf den Speicherplatz. Ich muss ihn mal kurz umstrukturieren. Ja. Aber Aufnahme läuft noch, oder wie? Ja, gleich nicht mehr. Also, ja, dann räumen da eben mal schnell auf. Wir gucken, dass du nicht getötet wirst. Ja. Jo, gehst jetzt hier an der Stelle weiter? So. Okay, können wir weitermachen. Gut. Muss nur noch der Irle mit dem Topf zurückkommen. Ja. Ja, sorry für die kurze Unterbrechung. Ich musste eben ein bisschen umstrukturieren. Die Platte war nämlich voll. Ich hab Feuer gemacht. Wo ist der scheiß Fluss? Oh, da sind echt nicht nur viel, also. Wir müssen dann wirklich sehen, dass wir in einer Viertelstunde Feierabend machen. Okay. Weil ich hab irgendwie die Festplatte ganz schön voll gerödelt. Ja, dann komm zurück, dann sehen wir zu, dass wir hier durchkommen. Gut.
das läuft ja wieder. So, was blinkt denn jetzt hier so scheiße? Vor allem da hinten wird einfach ein Feuer gemacht, mitten im Wald, wird brennen gelassen, weitergegangen. Normal. Oh, ehrlich, ich wollte gerade auf die einschlagen. Ja, das kenne ich. Hier sollte irgendwas sein, aber hier ist nichts. Hier ist was. Wo ist hier? Hier ist jede Menge Aloe Vera. Oh, das ist gut. Das ist sehr gut. Einsammeln, Freunde, einsammeln. Ah, hier. Höhle. Höhle? Höhle. Ja, aber man kann auch Samen sammeln davon, wohl. Ja. Ich geh mal da rein. Das heißt, wir können das zu Hause anbauen. Ah. Ja. Komm, Schulze, wir kriechen in Höhlen. Juhu. Oh, kann es sein, dass wir hier schon mal gewesen sind? Wartet mal kurz. Hier ist der 3D-Drucker. Hier waren wir, glaube ich, schon mal. 3D-Drucker? Nee, der war doch in diesem komischen Bunker-Ding. Ah, doch. Dann können wir doch noch... Fehlt dir eine Trinkflasche oder der Schlitten? Schlitten fehlt hier noch. Ja, der wird doch gerade gedruckt. Werden so Zeug. Füllt mal ein. Warte. Jetzt vielleicht? Warte. Hier ist noch mehr. Ja, reicht nicht. Ja. Weil der Ilo und ich, wir hatten, glaube ich, einen Schlitten. Nee, ich habe keinen. Mit der Ehe, das mit dem ohne Schlitten, glaube ich. Ja. Ja, oh, was hier noch alles rumliegt. Hier sind noch Pfeile, Schulze. Ja, die habe ich gerade schon gesammelt. Sammle ich aber auch mal auf. Ah, da ist noch mal Tinte. Hier ist noch jede Menge Tinte. Ja, die habe ich schon alle da reingeschoben. So. Crunchy Wunchies. Hier gibt's Crunchy Wunchies. Piep, piep. Fertig, Eddie. Ja, ich hab einen. Ach, ja. Du hast ihn schon. Ich hab einen. Was kann man hier noch machen? Ja, hier waren wir doch schon mal. Ja, aber hier kann man, also Trinkflasche hab ich. Enterhaken, Techmesh, Schlitten. Ja, okay, eigentlich hab ich alles, was cool ist. Jo. Ja, kann man wieder gehen. So. Aber ich habe noch Crunchy Wunchies und neue Pfeile. Ich guck erstmal nochmal da hier hinten, weil wenn da wieder was Neues lag, dicht hinten auch wieder was. Ich bin Tagessieger. Also hinten waren jetzt nur Uhren und Armbanduhren. Ja, und? Also Uhren. Also Uhren habe ich tonnenweise. Jo. Geld. Ja. Was auch immer man hier mit Geld will. Verbrennen. Wo kann ich den Akkuschrauber nicht mitnehmen? Weil das clever wäre. Nice. Ich will den Akkuschrauber. Ja, hier waren wir auch schon mal. Hier ist auch das Golfkart, was hier nur. So was hier steht. Ach, das mit dem 3D-Drucker. Dann einfach wieder raus. Wollten wir das hier nicht auch markieren mit dem 3D-Drucker? Ich denke ja. Ja, brauchen wir ja eigentlich nicht. Wir haben ja diese Markierung. Deswegen haben wir es ja, glaube ich, nicht markiert. Ah, deswegen. Das kann sein, ja. Ja, wir haben ja diesen grünen Punkt da, der da so rumglitzert. Also brauchen wir ja eigentlich nicht markieren. Ja, wenn man dran denken will, dass wir... Wenn wir dran denken, dass ne? Dass wir wissen, was ist... Grüner Punkt, 3D-Drucker. Ja, das haben wir uns ja auch mal gemerkt, ne? Ja, dann guckt man sich die Folge hier nochmal an. Ja, hätte es ja auch machen können. Ja,
Das macht mich so wütend, dass der Eddie wieder so frech ist. Jetzt muss ich erstmal den Baum hier fällen. Ah. Jetzt regnet's wegen dir. Ja, hoffentlich. Da waren wir bei der anderen Höhle schon, die da ist. Na toll. Hallo? Hallo? Ja, lass da mal eben spekulieren. Okay. Mal gucken, was da ist. Ah, scheiße, ich häng fest. An dir hängt Scheiße fest? Ah, jetzt häng ich nicht mehr fest. Wo ist das Igelsnest? Ein was für Nest? Das Igelsnest. Mir gibt niemand den Rest. Wer hat einen Test? Gestern verkackt. Ah. Oh man, tschüss, Nickel, Snickel. Ja. Das sieht doch ein. Alle hopp. Schocker. Was? Hier. Oh yeah. Oh, 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 oh. Jetzt können wir Arschlöcher grillen. Jetzt kippt sadistisch mit Elektro auf die Schnauze. Ja, das gefällt mir. So, jetzt will ich wieder einen finden, an dem ich es testen kann. Oh, Irle. Oh, fuck you. So, was ist jetzt der Plan? Zurück zum Lager? Ja. Und auf dem Weg dahin hauen wir alles kurz und klein. Ja. Hier ist eine Kiste. Okay, dann merken wir uns hier oben mal an dem Wasser, dass wir dann beim nächsten Mal in die Höhle mal reingehen. Weil ich glaube, da waren wir noch nicht. Ja. Warum ein bisschen steil? Weil er das gut kann. Oh, was ist das an dem Reh? Ah. Komm her! Hier sind ganz viele Rehe. Ah, verdammt. Sieht aber schon fancy aus. Hier sind ja überall alle Rehe. Was ist denn hier los? Macht sie nieder! Macht sie nieder! Die waren gerade alle auf dem Knubbel, da hätten wir einfach nur eine Handgranate reinschmeißen müssen. Das ist echt so, warum sind wir so blöd? Beim nächsten Mal. Das wäre ja zu einfach. Das hätte aber schön Gulasch gegeben, ohne dass wir einen Finger hätten rühren müssen. Ja, das stimmt. Das wäre nicht nur Gulasch geworden, das wäre eher geschnetzelt. Ja, meine ich doch. Hätte man kein Messer für zücken müssen. Als Beilage gibt's Ureinwohner. Ja. Obwohl ich im Moment Fleisch und so habe ich mehr als genug. Ja. Kann nie genug haben. Ja, das müssen wir mal gleich nehmen. Das müssen wir mal alles einlagern. Ja. Apps. Ach, stell dich nicht so an, Jock, Junge, Jock. Ja, Ausdauer ist nur eine Illusion, lauf. Okay, mein Hunger treibt mich gerade zur Besinnungslosigkeit. Das ist ganz schlecht. Ja, warte, ich hau mir eben eine Feldration rein und weiter. Wunschlos glücklich.
Ich bin allein im dunklen Wald. Was willst du denn? Testobjekt! Oh, wer ist das? Wer ist denn noch eine Hermine? Ah, das ist eine andere. Hilfe! Was rum? Hilfe! LOL, das ist eine böse Hermine. Hilfe! Was ist denn mit Hilfe? Ich liege! Warum? Weil der mich K.O. gehauen hat. Der Elektroschocker bringt nichts. Wie, der bringt nichts? Moin, das ist ja ein dicker Batz. Ich hab den mindestens dreimal getroffen damit. Wo ist er denn? So, oh, der liegt. So, was war das denn für ein Flitzepeter? Oh Gott. Ich bin tot. Hier ist noch einer. Immer kurz vor Aufnahmeende, da kommt ihn nochmal angeschissen. Hier sind zwei, Irle. Hilfe. Ja, ich bin da. Hilfe. Das ist nicht dein fucking Ernst. Das darf nicht wahr sein, Irle, hilf mir auf, schnell. Oh nee, das darf nicht wahr sein. Wo bist du denn? Ich bin komplett tot. Ja, ich auch. Irle, mach was, lauf weg. Ja. Lauf weg. Nee, ich wollte dem Typ gerade einen Pfeil in den Kopf schießen, da kommt ein Vogel und fliegt genau in den Pfeil. Das darf nicht wahr sein. Okay, ich bin tot. Oh, immer kurz vor Schluss. Das ist echt so. Wo ist mein Koffer? Weil ist das hier schon wieder dieses beknackte Lager, wo wir schon mal waren? Was? Komm her, Junge. Hier, Axt in den Kopf. Okay, ich bin wieder K.O. Sauber, ja. Ja, das hasse ich echt wie eine Pest hier. Da hat man null Leben, da kommen diese Spackos an und immer kurz vor Schluss. Wo ist mein Rucksack? Da. Komm her. Hilfe. Jetzt erstmal eine Axt gekommen. Hilfe. Ich hab mich geköpft. Hilfe. Ja, nimm doch Zeit. Hinter dir? Ja, der Schädel füllt sich. Jelle, gib ihm. Oh, der lässt doch nicht mit sich verhandeln hier. So. Lässt nicht mit sich verhandeln. Meine Fresse, sind die nervig. Oh, da ist ja noch einer. Verschwinde. Was? Wo? Warum ist das jetzt wieder umgesprungen? Ich will die schwere Axt doch haben. Junge, das war unschön. Warum liegen hier 1000 Radios? Ja, okay. Ne? Okay, zumindest. Kann man ja weitermachen, ne? Wo sind wir denn überhaupt? Oh, die haben uns aber weit weggebracht. Ja. Es geht eigentlich. Au, passt doch um. Entschuldigung. Verdammte Hacke. Ja, was rennst du auch hier rum, wenn ich gerade Sachen klein haue? Aber echt. Ja, ich würde schon mal an dieser Stelle die Folge beenden. Ich hoffe, es hat euch wieder mal gefallen. Schaut doch gerne beim nächsten Mal wieder vorbei, wenn wir heiteren Blödsinn im Walde machen. Und ja, lasst ein Abo und ein Like da. Guckt auch gerne bei Onkel Gamepart vorbei. Vielleicht ist da ja auch was noch für euch. Und dann, also wir gehen jetzt schon mal zum Lager. Räumen noch Sachen ein. Und ja, dann würde ich sagen, sieht man sich beim nächsten Mal. Welche Richtung geht's denn zum Lager? Keine Ahnung. Ja, mit diesen Worten verabschieden wir uns. Macht's gut. Auch wieder gesehen. Wir müssen hier hoch. Ja. Die Stöpsel.